Hallo, liebe Waage, und willkommen zu diesem zweiten Blick dieser zweiten Legung für das Jahr 2024, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot, und wie immer ist das eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und die auch nicht für jeden passt. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Wir schauen hier in eine kleine Timeline hinein, in die vier Jahreszeiten. Ich sage dir eben direkt, was die Karten bedeuten, und lege eine erste Linie aus mit den Crowley-Karten. Wir haben hier den Winter. Das ist der Winter, der jetzt beginnt. Ende November, Anfang Dezember beginnt dieser Zeitraum. Wir haben den Frühling 2024, den Sommer und den Herbst. Wir schauen also in eine kleine Timeline hinein über die Jahreszeiten, und es gibt noch eine größere Legung mit 12 Monaten, wo ich in einer Timeline in die Monate hineinschaue, aber diese Legung gibt es nur noch als persönliches Video zum Download, und alle Infos dazu erhältst du am Ende von diesem Video. Wir schauen jetzt erstmal hier in den Winter hinein. Und ich habe hier die 3 der Schwerter. Das heißt, irgendetwas scheint dir aktuell Kummer zu machen. Und durch die Auseinandersetzung mit dem Thema entsteht aber hier auch schon die Klarheit. Die 3 der Schwerter ist hier auch immer eine Karte der Heilung, ja, weil sie einfach zeigt, dass Bewegung reinkommt in den Kummer. Und durch die Bewegung, durch die Beschäftigung mit dem Thema und die Klärung entsteht hier auch wiederum Heilung. Und darauf liegt der Bube der Kelche. Ja, es kann sein, dass dieser Kummer auch wie ein Toröffner für dich ist, der dir neue Impulse gibt. Ja, auf der Herzebene, auf der Gefühlsebene. Es mag auch gut sein, dass dich hier positive Nachrichten erreichen, ja, dass vielleicht auch nochmal jetzt im Winter, gerade auch über die Weihnachtszeit, sich irgendwelche Menschen melden, die in irgendeiner Form wichtig sind für dich. Das ist ein Zeitraum, in dem man auch oft Menschen trifft, die man vielleicht nur einmal im Jahr sieht oder von früher kennt oder sowas in der Art. Und ich habe das Gefühl, dass hier im Winter eben auch nochmal Begegnungen stattfinden, die ganz wertvolle Impulse für dich bereithalten, wie auch immer diese Begegnungen aussehen. Wir sind ja in einer allgemeinen Legung, ja. Aber hier kommen sehr heilsame Impulse von außen, die dir positive Gefühle bringen, die dir positive Nachrichten bringen und die dir helfen, den Kummer zu überwinden. Und die Mondkarten sagen, dass du am Ende eines schwierigen Zyklus angekommen bist, ja. Und vielleicht kannst du ja hier, der Winter beginnt ja schon im Jahr 2023, und vielleicht kannst du ja auch hier mit einem Sprung ins neue Jahr wirklich viel zurücklassen. Es gibt ja auch schon eine Legung für 2024, wo ich schaue, was kommt, was geht. Vielleicht magst du auch da noch mal reinschauen. Diese Legung verlinke ich dir ebenfalls am Ende des Videos. Wir schauen in den Frühling. Im Frühling habe ich hier die Tapferkeit liegen. Und diese Karte, mein persönlicher Titel ist dafür immer eher Durchhaltevermögen, ja, dass wir einfach durchhalten müssen. Und so wie das hier an der ersten Position liegt, würde ich sagen, hier geht ein schwieriger Zyklus zu Ende, der dir eine Menge Kopfzerbrechen gemacht hat, der dir eine Menge Kummer gebracht hat und so weiter. Und ich glaube, dass ein Teil von dir noch in diesem Sorgenmodus ist, ja, dass du immer noch denkst, du musst dich bemühen. Wenn wir durch schwere Zyklen gehen in unserem Leben, dann ist es meistens so, dass wir für die Dinge viel mehr Kraft aufwenden müssen, viel mehr Einsatz zeigen müssen, ja, vielleicht auch mehr Geld investieren müssen, damit die Dinge so funktionieren, wie wir sie haben wollen. Und ich habe den Eindruck, dass hier im Frühjahr noch ein Teil von dir in dieser alten Zeit hängt, obwohl das gar nicht mehr notwendig wäre, ja, dass du quasi immer noch so
diese Härte an den Tag legst, die du gebraucht hast, um diesen schwierigen Zyklus zu überwinden und zu beenden. Ja, aber das Ende dieses Zyklus, das kommt hier ja schon an im Winter. Das heißt, im Frühjahr kannst du eigentlich aus diesem angestrengten Verhalten rauskommen, denn du brauchst es nicht mehr. Und stattdessen darf es leicht gehen. Ja, du darfst quasi dieses Durchhaltevermögen eintauschen zu Leichtigkeit. Ja, der Ritter der Stäbe hier, der springt mit Leichtigkeit über große Hindernisse. Ja, ich meine, er hüpft hier über die Sphinx und über die Pyramiden und die sind eben schon ganz schön groß. Ja, das heißt, du musst nicht mehr so mit Kraftaufwand vorangehen. Du darfst eher mit Leichtigkeit und mit Leidenschaft vorangehen, mit Freude am Tun. Und das ist die Energie, die dir hilft, ganz leicht über die Hindernisse zu springen. Also es darf hier einfach auch wieder leicht gehen. Und du wirst auch wieder leichter wachsen an den Dingen, die du tust, ohne so viel Kraft aufwenden zu müssen. Und ich habe hier Diana für dich liegen. Und da geht es immer um die fokussierte Intention. Und sie sagt, überleg dir, was es ist, was du dir wirklich wünschst. Und halte dich nicht zurück, ja? Denke nicht, das und das kann ich so und so nicht haben. Und deswegen wage ich gar nicht, mir das zu wünschen. Ja, sondern setze deine Ziele hoch und erwarte das bestmögliche Ergebnis, ja? Und auch sie bringt dir hier so eine Leichtigkeit hinein, ja. Komm raus aus diesem durchhalten müssen, aus diesem Kraftaufwand und lass die Dinge leicht sein, lass die Dinge leicht fließen. Setze deine Ziele hoch und erwarte das bestmögliche Ergebnis. Ja, aber du musst diese Schwere loslassen. Das liegt hier, das geht im Winter vorbei und raus. Und hier brauchst du das nicht mehr. Im Sommer sehe ich hier einen Regenerationsprozess, einen Heilungsprozess und einen Regenerationsprozess, wo einfach auch nochmal diese Schwere loslassen darf. Ja, so in dieser Haltung, wie dieser Gehängte hier hängt. Ja, er hat ja die Füße in Form einer Vier, was bedeutet, wir haben eine Parallele zum Kaiser und der Kaiser hat immer sein Leben im Griff. Ja, es mag sein, dass es hier wie eine Zwangspause gibt. Es kann aber auch sein, dass du dir einfach eine Auszeit nimmst und sagst, es geht jetzt wieder leichter, ich schüttel noch den Rest von der Schwere hier ab und ich mache einfach mal einen richtig schönen Urlaub. Ja, ich sehe hier eine Zeit der Regeneration, eine Zeit der Heilung, auch vielleicht ein Umdenken in deinen Betrachtungsweisen, wie du auch noch mal auf diese Situation hier schaust und wie du an die Dinge herangehst. Eben weil es leichter gehen darf und du diesen Kraftaufwand nicht mehr brauchst. Und hier kommen die Liebenden, ja? Du darfst wissen, dass im Sommer alles zu dir kommt, was du für deinen Weg brauchst. Ja, das, was für dich bestimmt ist, kommt zu dir und das ist dann auch von oben gesegnet. Ja, wenn du auf Partnersuche bist, auf Partnerinnensuche bist, wie auch immer, ist das hier eine gute Karte für die Liebe. Ja, die einfach im Sommer auch die Liebe zu dir bringt, wenn das ist, was du dir wünschst. Ja, wenn das dein Ziel ist für dich in deinem Leben. Also hier kommt ganz viel Heilung im Sommer. Und loslassen, ja, also so wie der Gehängte hier hängt, all das, was hier im Nacken sitzt, an Anspannung, die wir hier noch sehen und auch hier noch sehen, er kann das hier gar nicht mehr halten. Er kann nicht anders, als die Schwere loszulassen, indem ihm das Leben auf den Kopf dreht. Und möglicherweise dreht dich das Leben auf den Kopf, ja, weil du dich Hals über Kopf verliebst. Auch das ist hier eine Möglichkeit. Auf jeden Fall sehe ich hier eine Menge Geschenke vom Leben an dich, die wirklich von oben gesegnet sind. Und hier kommt nochmal die Geranie, nochmal so dieser Aspekt der Heilung. Ja, es ist wirklich
Ein Jahr der Heilung mit sehr viel heilsamen Impulse und im Sommer ist diese Heilungsenergie ganz intensiv, während die sich hier im Frühjahr erst langsam noch öffnen darf durch ein Abschütteln der Schwere, die hier einfach gebraucht worden ist. Im Herbst liegt hier die 9 der Kelche, die Freude. Also es geht auch sehr positiv in den Herbst. Das ist immer eine Karte, die sagt, dass die Energien fließen, eins kommt zum anderen, du bist getragen vom Leben, der Fluss der Energien ist angenehm, freudvoll, erfüllend, ja, es ist kein zu viel da, es ist kein zu wenig da. Ja, das Leben macht Freude, der Austausch mit anderen Menschen macht Freude und wir sehen, dass die Energien positiv fließen in allen Lebensbereichen. Und auch das ist etwas, das wirkt sehr, sehr heilsam. Ja, also diese heilsamen Energien fließen hier weiter und wir schauen auch hier an dieser Stelle einfach nochmal tiefer rein. Darauf liegt die 10 der Kelche, auch nochmal das Glück. Also was auch immer hier am Jahresanfang bei dir noch nicht so ganz rund läuft, es geht zu Ende. Ja, es ist deine Aufgabe, das dann auch gehen zu lassen, in der Vergangenheit zu lassen und diese Härte und dieses Durchhaltevermögen und diesen riesen Kraftaufwand, den das Leben dir hier abverlangt hat, nicht weiter in die Zukunft zu tragen, sondern das spätestens hier im Sommer loszulassen und dann eben hier wirklich so das Leben zu genießen, das Glück zu genießen, ja. Und was ich hier sehe, bedeutet eigentlich auch, dass sich die Liebe und die Heilung hier weiterziehen in den Herbst. Wir haben hier nochmal den Stern am Himmel, den Nordstern, den wir auch in der Karte der Stern sehen. Es ist auch wieder ganz viel Segen, ganz viel Sternenstaub, ganz viel Heilungsenergie. Also du darfst dich auf den Sommer freuen und darfst dich auch darauf freuen, dass diese positiven Sommerenergien sich im Jahr 2024 in den Herbst weiterziehen. Und hier liegt noch der Türkis und der Türkis sagt, stelle deine Gesundheit vorne an. Ja, schau, dass es dir gut geht, dass du genug Licht hast, genug Ruhe hast, dass du dich gut ernährst, ja, mit gesunden Nahrungsmitteln, dass dein Leben, genieß das Leben, ja, genieß das Zusammensein mit anderen am Lagerfeuer, genieß das Feiern, aber übertreibe es nicht damit. Ja, um deine Gesundheit nicht zu belasten. Und je gesünder wir den Körper ernähren, je mehr wir uns auch bewegen, je mehr Energiearbeit wir machen, desto besser fühlt unser Körper sich an. Und je besser sich dein Körper anfühlt, desto intensiver kannst du diese schöne Zeit, die dich hier erwartet, auch genießen. Ja, liebe Waage, das war ein zweiter Blick für dich hinein in das kommende Jahr 2024 in Form einer kleinen Timeline, Jahreslegung. Ich hoffe, die Kartenlegung hat dir gefallen und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und natürlich freue ich mich auch immer riesig über Kommentare. Das ist ja das Schöne hier an YouTube, dass es einfach auch über die Kommentare lebendig bleibt. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Und hier siehst du noch ein Beispiel für eine Jahreslegung, die über 12 Monate geht, die ich nur persönlich aufnehme als Video zum Download für das neue Jahr. Und diese Legung, die geht immer von Januar bis Dezember und zeigt eben in verschiedenen Bereichen an, was wirklich wichtig ist zu sehen. Und falls dich das interessiert, falls du Interesse hast, so ein Video für das kommende Jahr zum Download zu bekommen, findest du alle Infos dazu auf meiner Website www.sonne-sand-meer-tarot.de und den Link dazu findest du ebenfalls unter dem Video. Alles Liebe!